Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück hier zu einem weiteren wunderbaren Video. Leute, Danergy hat einen neuen Song, glaube ich zumindest, hochgeladen. Er hat auf Instagram immer mal wieder ein bisschen was daraus gepostet. Und ich weiß nicht genau, um was es sich handelt, Freunde. Wir schauen mal zusammen rein. Der Titel lautet nämlich, es ist vorbei, minus alles Gute, Punkt, Punkt, Punkt. Keine Ahnung, wir schauen mal in die Beschreibung. Keine Angst, ich verlasse nicht YouTube, sondern das Gefühl zu einer Person. Mit diesem Video möchte ich nicht YouTube verlassen, sondern eher das Gefühl mit einer Person. Krass, okay. Also es geht anscheinend um ihn und eine andere Person, beziehungsweise was er für sie gefühlt hat. Sie in dem Fall auf Person bezogen, ja. Muss ja nicht direkt weiblich sein, whatever, werden ja vielleicht raushören, um welche Person es sich handelt. Ich bin gespannt, Alter. Ich bin sowieso immer Fan davon. Erstmal zeigt es von sehr viel Größe und sehr viel Vertrauen der Community gegenüber, sich zu öffnen, aber auch Sachen in Musik zu verarbeiten, anstatt in Essen, Drogen, Alkohol, ihr wisst, whatever, was ich meine, ja. Das ist immer cool, irgendwas mit Musik zu verarbeiten oder mit Kunst zu verarbeiten, deswegen, ich bin gespannt, man. Danergy, keine Ahnung, ich habe lange nichts mehr von ihm gehört, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, aber die Songs von ihm höre ich mir immer noch ganz gerne an, ja. Eines meiner ersten Videos tatsächlich, Freunde, war das hier oben mit George Yang zusammen, Anime Mashup. Ich habe immer noch Kontakt zu George, Alter. Immer noch Kontakt zu George. Freunde, wir hören rein, let's go. Directed by Serenade Films. Rahim im Hintergrund, Alter. Rahim ist ein großer Ehremann. Kuss geht auf deine Kappe, Rahim. One of the hardest things to do in life is letting go of what you thought was real. Damn. Deep, jetzt schon. Deep, Alter. Young ambition, say we'll go slow, but we never do. Gänsehaut. Premonition, see me spending every night with you. Under the kitchen light, still on like dynamite, and I wanna end up on you. Place to go. Just put on the radio. You know what I wanna do. We could just dance to this. Don't take much to stop me. We could just dance to this. Push up on my body. Erstmal, die Melodie ist wunderschön. Und wie Rahim hinten auf dem Piano oder Klavier spielt, whatever, passt einfach perfekt für die Stimmung. Und ich finde gut, dass der Song komplett in Englisch ist, weil ich finde, Englisch ist eine sehr, sehr schöne Sprache. In Deutsch ist es manchmal ein bisschen schwer, sehr schöne Gefühle auszudrücken, finde ich, weil es im Englischen für die Beschreibung von Gefühlen und Momenten schöner klingende Worte gibt, meiner Meinung nach. Aber whatever. Gänsehaut. To be loved, bring those 501s a bit closer, bit closer. And dear my lover, to that thing we never do sober, sober. Oh, under the kitchen light. Still look like dynamite. Boah. And I wanna end up on you. Boah, also ich fühle das wirklich. Wie gesagt, ich bin immer Fan davon, wenn man sich öffnet. Und ich mag gefühlvolle, atmosphärische, ehrliche Tracks aus dem Herzen. Und das kommt aus dem Herzen bei Danergy. Das merkt man auch an der Art und Weise, wie er es performt. An seinen Augen, finde ich. Boah, ich bin sowieso gerade in sehr emotionalen Filmen. So, ich fühle gerade emotionale, tiefe Mucke viel, viel mehr. And I wanna end up on you. We don't need no place to go. Just put on a radio. You know what I wanna do. We can just dance to this. Don't take much to stop me. We can just dance to this. Push up on my body. Yeah. You know we already sit off the body. We can just
could just dance to this. We can just. Boah. Danergy und Rahim, Alter. Daumen hoch, Alter. Leute, gönnt euch, das hat viel zu wenige Aufrufe. Geht doch mal alle bitte rauf und lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Das war wirklich stark, finde ich. Das war wirklich stark, Alter. Freunde, willkommen zum kleinen großen Mini-Fazit. Ist jetzt ein etwas kürzeres Video. Krass, also wie gesagt, erstmal Props an Danergy, dass er sich so geöffnet hat. Ich hoffe, bei dir ist alles gut im Leben, Bruder. Ich hoffe, du konntest jetzt damit abschließen. Whatever, man. Ich finde es auf jeden Fall gut, wenn man sowas, wie gesagt, in einem Song verarbeitet und dann so bildlich abschließen kann. So, okay, dieser Song, boom, vorbei, so, wisst ihr, wie ich meine? Sehr, sehr schön, Alter, sehr, sehr schön gesungen, komplett in Englisch. Sehr, sehr schön musikalisch unter Lied von Rahim. Die beiden sowieso haben, glaube ich, schon öfter was zusammen gemacht. Und ey, fettes Ding geworden. Er hat jetzt längere Zeit schon auf Instagram was angeteased, dass er ein bisschen was geschrieben hat. Und ich fand's echt schön, war ein schöner Song. Also wirklich schön, wirklich schön, wisst ihr, wie ich meine? Es war schön im Sinne von beautiful, so, wisst ihr? Hat mir gut gefallen, hat mich ein bisschen berührt sogar irgendwie. Ich weiß, wie gesagt, nicht, an wen die Person ist, muss man auch gar nicht wissen. Es ist einfach, der Song steht so für sich selbst und das ist gut so. Ich fand's gut, Freunde, lasst mal auf jeden Fall eure Meinung dazu da in den Kommentaren. Checkt, wie gesagt, das Original von Danergy ab. Und dann würde ich sagen, liebe Freunde, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt fresh natürlich, so wie immer. Und ciao.